Oh. Wer ist denn da oben? Naja. So ein... Macht hier einfach seinen Müll, lässt er hier runterfallen. Geht ja gar nicht. So, ja, ich finde diese Stimmen, die sich so undeutlich und komisch anhören, finde ich eigentlich schon relativ unheimlich, weil sie eben so mysteriös und fremd rüberkommen. Was sie auch ohne Frage sind. Wo sind die Gegner? Auf zu jumpen. Oh oh. Gut, wir konnten ausweichen. Wir haben noch 100 Leben. Und das soll auch so bleiben, Leute. Oh, Stühle, 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 Tisch. Da konnte man mal. Da. Ach so, das sind nur verzerrte Meldungen hier, so bla bla bla, USC-Zeug, ja. Und die sind nur verzerrt, aber die hören sich schon gruselig an, finde ich. Aber das andere war, glaube ich, keine verzerrte Meldung hier von der Basis. Ja, ja. Scheiße, ich hab Nachtladen. Und da kommen mir nicht zu viele. Geh weg, mein Freund. Da kommt aber noch einer. Oder? Erstmal nachladen. Ja, ich habe jetzt hier die Nachladeparanoia. Oh Gott, eine Toilette. Erstmal okay, erstmal auf Scheiß aus. Oh. Naja. Da wurden schon welche gespawnt. Kommt her, kommt her. Oder wurde der auf dem Scheißhaus gespawnt in der Zelle? In irgendeiner Zelle hier. Oh, da ein Fettsack mit Schraubenschlüssel. Äußerst gefährlich. Davon müsst ihr euch in Acht nehmen. Aha. Alter. Drecksviech. Das hat sich ja widerlich angehört, Kat. Mhm. Gut, gut, gut. Oh, was für ein Hightech-Klo. Und diese Texturen, unglaublich. Naja. Darauf wollen wir jetzt mal kein Auge werfen. Aber auf unser wunderschönes Antlitz mal wieder. Lalalalala. Ich bin unglaublich. Das habe ich schon mal gemacht, als ich auf dem Scheißhaus war vorm Spiegel. Naja, es hat immer wieder die Versuchung, sich selbst angucken zu können da. Hallo? Hallo? Ja? Ist da jemand? Ich sende auf einer sehr niedrigen Frequenz, wenn mich jemand hört. Ich bin ganz in der Nähe. Bitte helft mir. Ich habe mich im Lagerraum C4 eingeschlossen. C4? Bitte helft mir! Ja, ich würde dir gerne helfen, aber ich habe leider keine Karte, wo ich den Lagerraum sehen kann. Achso, man kann ja gar nicht hier weiter. Okay, gut. Dann nochmal hier durch die Scheiße. Juhu. Und hoch. Jo, da war ein junger Mann. Dem würde ich gerne helfen. So, durch die Gänge. Erstmal da lang. Ah, haben wir geschafft. Gut. So, nochmal da lang. Da ums Eck. Ich mach die Taschenlampe wieder aus. Wir sparen Strom. Wir können es jetzt gebrauchen. Ich höre irgendwie ein Gematsche. Ah. Der lebt halt auch noch, der Typ. Oder halt, wenn man das Leben nennen kann. Ja, wunderschöne Anblicke haben wir hier. Und wir gehen in das rote Licht. Kommt her! Ich bin der Doom Guy! Der Supermarine! Ich bin unschlagbar. Okay, war nur einer. Ich höre die ganze Zeit so erschreckende Geräusche. Geräusche, bei denen ich denke, dass gleich irgendein Sack um die Ecke kommt oder so. Aha. Da war wohl jemand unterirdisch unterwegs. Unter Tage. So, den haben wir auch vernichtet. Und wir begeben uns in Richtung CP01. Was auch immer das ist. Ah, da waren die kleinen Schlemmer hier. Jetzt hat die Schlemmerei aufgehört. Die Schlemmerei hat jetzt aufgehört. P-Day Andrew Shin. Ah, hier können wir ein bisschen die Kamera angucken. Scan-Vorgang. Keine Kamera aktiviert. Ah, da ist Kamera an. Tot. Man kann nichts sehen. Vielleicht kommt ja noch was angelaufen. Das möchte ich mir ein bisschen unter die Lupe nehmen. Nee, scheint nichts zu sein. Ah, boah, wir können von hinten sehen. Unglaublich. Wir können uns von hinten beim Teebeuteln zugucken. Ja, okay, natürlich nicht, oder? Ja, okay, ist ja unwichtig. Kühlung. Auch nichts da. Alles tot. Kommt kein Viecher angelaufen. Dann MFS-Kompressor.
Ja, da sind ein paar technische Vorgänge, aber alles Mause leer und still und Mause tot. Ja. Kein Lebenszeichen mehr. Ich hoffe gerade, dass man hier irgendwie so sieht, wie in wie ein Dämon irgendein Marine oder so umbringt. Weil sowas würde ich ja schon noch gerne zeigen. So kleine Einzelheiten sind mir wichtig. Technik, Kühlungssteuerung. Aha. Scanvorgang. Ja, da sieht man echt nicht viel. Gut. Health Station. Wir hatten aber noch relativ viel Leben. Kann ich glücklicherweise sagen. Da kommen wir her, oder? Ja, kommen wir. Ich glaube, da kam gerade dieser junge Mann namens Imp heraus. Da werde ich gleich seinen vorherigen Wegen mal folgen. Ja, zuerst da runter. Oder geht die Tür auf? Okay. Alles gut. Oh shit, da ist schon so ein Viech. Ah, ich höre sie schon wieder spawnen. Perfekt. Und wir sehen die Marsoberfläche ein bisschen zumindest davon. Oh fuck! Hier ist die Luft rein, wortwörtlich. Ja gut, jetzt haben wir Luft. Zuerst mal darunter. Vielleicht hat sich da was Schönes versteckt. Oder was Unschönes. Naja, eine Rüstung. Immer gut. Ein Rüstungsfragment. Gut, das heißt, wir müssen uns hier beeilen. Jo. Sauerstoff da. Ja, wir können hier rein. Sehr gut. Wir müssen noch zugehen hier wieder. Berek. Und was sind die kleinen Imps? Hier haben wir Luft, oder? Ja, haben wir. Gut, aber da war noch Imp, den möchte ich noch killen. Egal, vielleicht ist er erstickt. Mit seiner eigenen Bosheit. Hier, da oben haben wir. Netter Balkon hat er da gehabt. Was blubbert denn hier so? Ist hier irgendwas? Ne, gut, weiter. Da ist wieder ein Schacht, aber da können wir nicht rein. Brennstoff speichern und transportieren, damit der Traum, die Weiten des Weltraums zu erforschen, wahr wird. Also die Forschung ist ja auch gut dargestellt, finde ich, im Spiel. Ah, das ist der Betrüger. Unter der Leitung von Dr. Malcolm Betrüger gelangen den wichtigsten Wissenschaftlern der UAC erstaunliche neue Entdeckungen auf dem Gebiet der Quantenphysik. Und so konnten sie in unseren interplanetaren Antimaterieantrieben den Raum zwischen Elektronen und Protonen innerhalb eines Moleküls als Speichermedium für Brennstoff nutzen. Nun benötigt der Brennstoff, der früher den halben Frachtraum eines interplanetaren Schiffes belegt hätte, ein Bruchteil des Platzes. Sie sehen hier den molekularen Brennstoffspeicherkompaktor MFS. Er ist ein weiteres UAC-Wunder, das den Traum, fernste Planeten zu erreichen und zu kolonisieren, der Wirklichkeit ein Stück näher bringt. Die UAC erschafft seit langem sichere Welten für alle. Nun bringt sie diese Welten noch näher, als sie es sich vorstellen konnten. Also ihr seht schon, diese UAC-Filmchen sind schon... Ah, das sind Marines. Hey, das Team Bravo! Ich möchte zu euch stoßen. Ich will euch helfen, Jungs. Bitte rennt nicht davon. Oh. Ich hatte was gehört. Oh Mann, ich möchte ihnen helfen. Ich möchte zu denen stoßen. Aber wir sind wahrscheinlich der Einsame. Gut, jetzt ist ja alles rot geworden. Ah ja. Ey, ihr seid aber nicht die Guten, oder? Nee, seid ihr nicht. Natürlich nicht. Nein! Nein. Ach, scheiße. Gut, wir haben ihn los. Hey, Team Bravo hat deine Position geordnet. Kann ja nicht zu dir vordringen. Okay. Geh durch den Maschinenraum und versuche, in Sektor 3 mit ihnen aufzuschließen. Okay, wir müssen Technikerteil durchqueren und irgendwie Sektor 3 aufschließen. Gibt es einen Eingang da hinten? Oder kommt man dann nur hin, wenn man da rüber springt? Ich mach's mal da. Ah. Ich wäre fast von dem Teil überrollt worden. Ach, wenn wir nicht mal wahrscheinlich einen Code. Ja, mal gucken. Wir noch irgendwas haben. Bernie. Nein, der hat ja nix, stimmt. Ja. Vielleicht der George hat hier irgendwas. PDA verloren, auch gut. Hydrocon irgendwas. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Engineering.
Und es speichert. Gefällt mir. Gut, das speichert. Gefällt mir weniger, dass es hier wahrscheinlich böse Menschen kommen. Ja, wir stehen unter Feuer. Mann, da verreckt, da verliert man so viel Leben, wenn man im offenen Kampf gegen die geht. Ja, komm. Jetzt kommen die Viecher wieder. Ciao. Da ist Munition. Nachladen. Und da geht schon was auf. Nee, leider nicht. Ah! Dreck! Du Dreck! Du kleiner Dreck. Ja, der Dreck hat sich wenigstens aufgelöst. So, da haben wir noch eine Shotgun. Da ist wieder irgendwas Technolo. Okay. Hier ist unfreiwillig eine Leiter hinabgestiegen. Können wir mal gucken, wie es weitergeht. Okay, Funkübertragung. Ja, ich glaube, das war der Junge, der sich eingeschlossen hat irgendwo. Ja. Als irgendwie wenn ein Zombie gewesen wäre. Okay, ich gehe jetzt mal erstmal nicht weiter. Ich möchte gucken, wo wir nochmal im Hauptraum da lang können. Ach so, ein Aufzug, genau. Lift. Okay, dann geht's wahrscheinlich beim Lift weiter. Das heißt, wir gehen hier erstmal wieder zu DA. Da kommen wir ja, also da kommen wir ja gut. War da gerade was? Ich dachte gerade für einen Arm von so einem Viech oder so. Die ganzen Sinne sind jetzt hier auf feindliche Anzeichen gepolt. Gut, hier geht's wieder runter. Und ja. Da wieder. Also richtige Schleicherei hier durch die Gänge. Hei, ei, ei, ei. So, weg ist er. Da ist ein Fass. Lauter Fässer. Gut, ich jag hier mal was in die Luft. Achso. Das sah jetzt aber komisch aus. So blau. Ah ja, da haben wir uns den Weg freisprengen können. Naja. Es war nicht so eine gute Idee, da die Taschenlampe auszumachen. Also die Geräusche hier. Aber wie gemütlich, wir sind hier gerade in so einem kleinen sicheren Zellchen und hören dann lauter so widerliche Geräusche. Da wird man am liebsten gerade da drin bleiben. Ganz versteckt. So, hallo, nee, nix. Jo, jetzt bald kommt auf meinem Kanal dann auch mal ein neues Format. Und zwar werde ich ein paar Indie-Horror-Games anfangen. Weil ich, weiß nicht, ich mag Horror-Games persönlich auch sehr gerne. Also wie Doom jetzt hier zum Beispiel. Aber Doom ist jetzt doch auch ein bisschen mehr Action und schon auch sehr viel Horror. Aber es hat auch schon älter und die Grafik ist veraltet. Und deswegen ist es nicht mehr ganz so gruselig. Aber Atmosphäre natürlich immer noch geil und scheiße. Ich erledige mir noch. Ah, noch mehr von denen. Komm her. Ja, komm. Gut. Kommen noch mehr. Die sind hier gerade mitten mir runtergekrabbelt. Oder geklettert. Ah, da blubbert's. Okay, interessant. Hier geht's nirgendwo weiter. Das heißt, ab durch den Hauptgang. Oder durch die Haupttür. Alles nachgeladen, bist bereit. Weiter geht's. Ja, okay. Weiter geht's. Ah! Ein Mensch! Ich kann Ihnen helfen. Ja, das freut mich. Licht ist aus. Ich führe Sie hier durch, wenn Sie mir aus der Basis raushelfen. Ja, warten Sie mal kurz. Ich möchte erst die Sachen angucken. Los, ich kann nicht warten. Okay, ich versuche Sie hinauszuführen. Oder hinauszuhelfen. Sie führen mich, ja. Elektro-